Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu To The Moon, einem unglaublich wunderschönen Spiel und zählt auch mit zu meinen Top Games, muss ich sagen. Ich habe jetzt erstmal eine Ewigkeit gebraucht, damit ich die Aufnahme überhaupt starten kann. Erstmal mit dem Ton, das Spiel war unfassbar laut. Ich habe es jetzt auf 10% leiser machen müssen, damit es so laut ist wie jetzt. Und außerdem, Bandicam hat das Spielfenster nicht erkannt, deshalb kann ich es nicht richtig aufnehmen. Dann habe ich es mit OBS versucht, das geht auch nicht. Und jetzt versuche ich es gerade mit Bandicam mit der Aufnahme für rechteckige Auswahl aus dem Bildschirm, indem ich das Spiel im Fenstermodus habe, wodurch es jetzt ein Fenster von 600 zu 400 ist. Das heißt, die Auflösung ist ein bisschen gering. Spielfenster ist ziemlich klein für mich jetzt gerade. Ich klicke jetzt einfach mal auf Beginn. Ich wünschte, ich könnte das Fenster größer machen. Aber sobald es im Vollbildmodus ist, kann ich nicht aufnehmen. Gibt nur klein oder gar nicht. Ah, das war ja super. Wo bist du mit deinen Gedanken, Neil? Entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Du hast es trotzdem überfahren. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm. Der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Wir sagen einfach, ich hätte einen Hundewelpen gerettet. Er mag doch kleine Hunde, oder? Er ist eher ein Katzentyp. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Na gut, wir haben seinen Lieblingsfellknäuel gerettet. So, Krise abgewendet. Gut, das kannst du dann ja alles so in deinen Bericht schreiben. Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. Okay. Also, ach stimmt, mit Pfeiltasten bewege ich mich. Okay. Ach, hör schon auf. Ich habe das Auto zu Schrott gefahren, nur um ihm auszuweichen. Was hätte ich sonst tun sollen? Ausweichen und das Auto nicht zu Schrott fahren? Das ist ein bisschen viel verlangt. Oh, ich finde den Humor super hier, Mathe. Okay, mit Leertaste kann ich auch machen. Okay, das macht alles viel einfacher. Pfeiltaste und Leertaste. Das ist angenehm. Der Wagen ist schuld. Warum ist der Fahrersitz auch auf der rechten Seite? Okay. Also. Von der Grafik her könnt ihr schon sehen, es ist ein eher einfaches Spiel. Ich weiß gar nicht, es sind nicht viele Leute dabei gewesen, das zu programmieren. Es hat aber eine wunderschöne Geschichte und wunderbare Musik. Das ist der Wahnsinn. Und die Dialoge sind natürlich auch der Hammer. Also der Humor passt schon mal perfekt von dem Spiel. So, Ausrüstung erhalten. Hab das Mistding. Lass uns losgehen. Ah, rechte Maustaste drücken, um das Menü aufzurufen und zu schließen. Geht das auch mit Tab? Nein, dazu muss ich tatsächlich die rechte Maustaste machen. So, Patient offline. Ja, okay, weil er noch nicht mit dem Gerät verbunden ist hier. Dr. Neil Watts, Technician Specialist Sigmund Korb. Und Dr. Eva Rosaline, Senior Memory Traversal Agent Sigmund Korb. Boah, was für Wörter. Notizen haben wir bis jetzt noch nichts und Inventar, Ausrüstung. Eine so schwere Kiste kann nur wichtige Dinge enthalten.
errichten wir uns das wieder. Ich dachte gerade schon, ist die Steuerung vertauscht, aber ist ja doch richtig. Der Schild zum Haus zeigt in die andere Richtung. Oh, wie nett von ihm zu existieren. Ah, ich finde das super. Weg zum Haus der Wilds. So ein Schild aufzustellen, wenn man mitten im Nirgendwo lebt, das ist ja schon fast eine Einladung für Einbrecher. Hey, warte mal, was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Wie du immer an mich denkst. Sehr schön. Das Spiel hat sehr viel Humor und vor allem sehr viel Gefühl. Ich habe schon unglaublich lange nicht mehr gespielt. Ich bin gespannt, wie das so wird. Wer hat da einen Felsbrocken hingelegt? Vielleicht ist das ihr Sicherheitssystem. Zur Gurke nochmal. Unsere Zeit ist zu kostbar für solchen Quatsch. Versuchen wir, ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht können wir einen Ast als Hebel benutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und geben diesem Ding hier die Schuld. Mit den Händen bewegen. Alles klar, auf drei. Eins, zwei, drei. Das... Hast du das auch gesehen? Was war das? Kein Felsbrocken, so viel steht fest. Naja, wir müssen sowieso weiter. Wir können später noch darüber nachdenken. Ja, genau. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Oh, zwei Eichhörnchen. Oh, ich bin schon so gespannt, das alles wieder auf neu zu erleben. So, das ist das Haus unseres Patienten. Mom, sie sind da. Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen, was? Da geht doch was. Nachtschichten. Liebst du oder hast du sie? Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir klar. Und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Halt den Mund. Und das Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Davon werde ich bei deinem Gequatsche ohnehin nichts mitbekommen. Deine Augenlider wär... Vergiss nicht unsere Ausrüstung, Idiot. Oh, ich bin gegens Mikro gekommen. So. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Erster Akt. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Dr. Watts und Dr. Rosalie nehme ich an. Danke, dass Sie so kurzfristig herkommen konnten. Kein Problem, ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorherzusagen. Sind Sie die Tochter des Patienten? Oh, nein, ich bin nur die Pflegerin. Und das sind meine Kinder, Sarah und Tommy. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job, deshalb erlaubt uns Johnny hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann? Johnny? Hören Sie, wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, nein, er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben, sein Arzt ist gerade bei ihm.
Kommen Sie bitte mit. Also dann, schnappt ihr den Koffer und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadensersatz. Okay, wir sehen uns natürlich hier erstmal ein wenig um. Also die Musik ist auf jeden Fall schon mal wunderschön, wie man hören kann. Wo willst du hin? Schnapp dir die Kiste, damit wir nach oben gehen können. Okay, wir haben anscheinend keine andere Wahl. Für River. Was ist denn das für ein Lied? Es hat nur zwei Noten, die sich ständig wiederholen. So, Ausrüstung erhalten. Alles klar, dann gehen wir mal nach oben und sehen nach Johnny. Okay, ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Also nochmal eine kurze Erklärung. Das Spiel geht hauptsächlich um diese beiden Wissenschaftler hier, Dr. Rosaline und Dr. Watts. Die sind angestellt bei einer Firma, die, ihre Aufgabe ist es, Menschen ihren letzten Wunsch quasi zu erfüllen. Und, quasi auf dem Sterbebett. Und dieser Johnny ist halt einer unserer Patienten jetzt, der dem Tod sehr nahe ist. Und er hat einen letzten Wunsch, den wir versuchen, ihm zu erfüllen. In erster Linie dadurch, dass wir uns in seine Erinnerungen einschleusen und sie so verändern, dass er quasi glaubt, das Leben gelebt zu haben, das er sich immer gewünscht hat. Dass sein letzter Wunsch quasi dadurch erfüllt wird. Nach oben? Ja. Okay, sie sind weg. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Das ist nicht fair, du hast mich geschubst. Gar nicht wahr. Egal, du hast eh die beiden langweiligen Noten. Ein sehr schönes Lied. Für ihr Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Hey, du bist diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriten durch die Gegend schleppen darf. Ja, ja, komm schon. Er ist nicht mehr ansprechbar, aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihnen bleibt, aber ich würde mich beeilen. Wollen Sie aufbauen? Maschine absetzen. Ja, dauert nur einen Augenblick. Sind Sie sicher, dass eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Oh Mist. Reine Routine, ich teste nur, ob ihr aufpasst. Ah, der Watts ist schon klasse. Wie macht er sich? Nicht so gut, wenn Sie mich fragen. Er hat noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Sie beide können ihm also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, denn wir sind einfach der Wahnsinn. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacker werden auch immer abgedrehter, was? Also, ist das möglich? Kommt drauf an. Das Wort, das du suchst, heißt ja. Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unseren Kunden hier?
Tja, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal. Ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammter Zeitungsjunge wäre. Sei still, mach einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, könnten Sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen. Er hat Sie beide ja beauftragt. Gut, dann machen wir das. Also, wer von uns beiden spielt Detektiv? So, wer geht los und durchsucht das Haus? Charakterausfall. Ich würde sagen Dr. Watts. Ich mache das. Ich habe mal den Sherlock Holmes in der Theater-AG gespielt. Du hast den Watson gespielt. Pah, ist doch das Gleiche. Na super, da haben wir ja den Profi. Einfach hier konfigurieren, sie läuft ja schon. Meine Kinder können sie ja herumführen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Alles klar, was haben wir da dort oben? Die Bücher sind mir schon direkt aufgefallen, die dort oben drauf liegen. Ein Auswahl medizinischer Fachartikel. Da komme ich aber anscheinend nicht dran. Okay, ich muss hier rum. Gut, ich wollte dich nämlich zuerst mal reinsehen. Ein Badezimmer. Okay, hier kann ich Licht machen. Wieder aus. Das Klo, Waschbecken. Hier scheint aber an sich sonst nichts Besonderes zu sein. Na gut, sehen wir uns mal hier unten die Bilder an. Was haben wir denn hier? Das Gemälde zeigt einen Leuchtturm an der Küste. Das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hält etwas Gelbes und Blaues. Das Gemälde zeigt ein Tier oder so etwas. Das Gemälde zeigt 3 Leute, die sich unterhalten. Okay. Also bei dem hier habe ich gerade keine Ahnung. Aber das hier ist wichtig vom Spiel. Das hier ist dann wohl die River mit dem Hasen. Das hier ist dann der Leuchtturm auch. Das dritte, das müsste dann das Schnabeltier sein. Warten Sie, kommen Sie noch einmal kurz zu mir. Ich habe hier etwas für Sie. Okay, und was? Hier, nehmen Sie das. Kabelloser Kontrollmonitor erhalten. Damit wissen Sie jederzeit, wie es Johnny geht. Ich hoffe, es hat keinen Selbstzerstörungsknopf. Für die habe ich nämlich ein Händchen. Alles klar. Kardiogramm ist jetzt im Menü. Aktiv. Jetzt kann ich quasi hier auf rechte Maustaste klicken. So, und dann haben wir hier oben sehen wir den Herzschlag. Gut, da gehen wir mal nach unten. Ach ja, ein schönes Lied. Was liegt denn da auf dem Tisch? Ist das ein Telefon? Sieht so aus. Was wollen Sie? Führt mich durchs Haus. Hey, eure Mom will, dass ihr mich durchs Haus führt. Okay, vielleicht machen wir das. Vielleicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung, das ist alles. Oder was meinst du, Tommy? Ja. In Ordnung, reden wir darüber. Was wollt ihr 3 Käsehochs? Wir wollen 1 Trillion...